Mein Gott, da ist mir letztens die Waschmaschine kaputt gegangen. Aber zum Glück kann ich hier beim Vom Stein meine Wäsche waschen. Ho, 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 liebe Dellmänner. Eine neue Ausgabe von Wermelskirchen TV Magazin wartet auf euch und wie ihr seht, wir gehen so langsam in die Weihnachtszeit über. Das war am Wochenende schon so und zwar in Dabringhausen, wo es den traditionellen Indoor-Weihnachtsmarkt gab und wir haben uns da für euch mal umgeschaut. Große Ereignisse werfen ihre Schatten auch in Wermelskirchen voraus. Die meisten von euch wissen es, am Wochenende beginnt bergische Weihnachten rund um den Weihnachtsbaum und den Marktplatz. Die Hütten, wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, wurden bereits aufgebaut. Der Baum wurde geschmückt und hat bereits Probe geleuchtet. Und jetzt geht es am Freitag um 17 Uhr mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes los. Dazu gehört natürlich auch vielerlei Musik, geblasene, gesungene und gespielte. Und das Programm dazu könnt ihr also im Internet noch einmal sehen. Am Freitag, wie gesagt, eröffnet Bergische Weihnachten mit Peanut Butter Jelly Pie und dann geht es am Samstag ganz traditionell weiter. Ihr kennt das, der Nikolausumzug steht an und zwar natürlich, ist der Nikolaus dabei? Ja, und es weihnachtet sehr. Nein, auf jeden Fall werden da wieder Stiefel gefüllt. Ihr kennt das, ihr gebt eure Stiefel ab und dann werden für eure Kinder die Stiefel gefüllt. Und dann gibt es wieder eine Kutsche mit Engelchen und all das, was der Wermelskirchner gerne hat, um sich heimisch und wohl zu fühlen und zu sagen, ja, jetzt beginnt die besinnliche Weihnachtszeit in Wermelskirchen. Viele von euch mögen natürlich einen warmen Glühwein zu Bergische Weihnachten und den gibt es dieses Mal im eigens gestalteten Glühweinbecher. Wir haben uns die Premiere zu diesem Ereignis nicht entgehen lassen. Wir sind total glücklich, dass wir etwas Neues präsentieren können, was es dieses Jahr erstmalig hier auf Bergische Weihnachten geben wird. Wir haben speziell für Wermelskirchen designte Glühweinbecher. Wie man hier schön sehen kann. Aus Echtglas? Ja, die sind aus Echtglas. Die Idee ist entstanden, als wir im Herbst auf einem kurzen Wochenende in Trier waren. Und da haben wir uns überlegt, dass wir in Wermelskirchen auch eigene Glühweinbecher bräuchten. Und da haben wir ein paar Souvenirshops abgelaufen. Und ja, und dann haben wir gedacht, das müssen wir umsetzen. Als wir dann die ersten Preise eingeholt haben, hatten wir leichte Zweifel, ob wir das so hinkriegen. Aber dann hatte die Sabine den Kontakt hergestellt zur Jutta Thomas. Und ja, und dann hat sich das entwickelt. Erzähl du mal. Ja, die Jutta und ich, wir sind in der gleichen Unternehmerinnengruppe. Und da denkt man ja direkt aneinander. Und dann haben wir die Idee zusammen weiterentwickelt. Da sollten die Kirchen drauf sein, der Weihnachtsbaum und die Hütten von Bergische Weihnachten. Und Jutta hat einen tollen Entwurf gemacht und ja, dann hatten wir das ruckzuck was Schönes fertig. Und es ist eine tolle Tasse geworden. Und es ist so, dass es die Tasse bei Bergische Weihnachten überall gibt für einen Pfand von 3 €. Und da kann man das auch schön mit nach Hause nehmen, hat ein tolles Wermelskirchen-Souvenir. Auf Bergische Weihnachten! Und. Kurznachrichten für Wermelskirchen. Mit im Alter von 66 Jahren ist Ratsmitglied Gisela Gongeret von den Grünen verstorben.
Sie erlag einer langen schweren Krankheit. Und ja, an dieser Stelle auch unser Beileid für die Angehörigen. Sie hinterlässt einen Mann und zwei Kinder. Ähnlich eine ebenfalls sehr prominente Person ist Herr Sachser, Allgemeinmediziner in unserer Stadt und auch Feuerwehrmitglied. Auch er ist leider verstorben. Der Bierhain in Wermelskirchen am Bahnhof schließt zum Jahresende seine Pforten. Frau Mähler, Schwester von Arndt Mähler, die den Bierhain noch einige Jahre geführt hatte, wird etwas zurücktreten zugunsten ihrer Kinder. Deswegen wird es sicherlich einen Nachfolger für dieses legendäre Lokal geben. Ob der Name Hahn denn bleibt, ist die gute Frage. Zuletzt hatte Arndt Mähler, der den Bierhain vorher betrieben hat, schon festgestellt, dass es mit dem Nachwuchs der Jugend etwas dünn geworden ist. Was soll das heißen? Trinken wir in Wermelskirchen kein Bier mehr oder beziehungsweise trinken die Jugendlichen kein Bier mehr in der Kneipe? Ist das möglicherweise nicht mehr drin? Flüchtlingsunterbringung. Wie hinlänglich bekannt sollen die Flüchtlinge, die in Wermelskirchen auf Dauer beheimatet sein sollen, zunächst mal aufgrund Platzmangels in der ehemaligen Polizeiwache untergebracht werden. Hierzu gab es noch kleine Rangeleien im Rat bezüglich der Thematik, wie viele Flüchtlinge denn auf einen Haufen maximal sein dürfen. WNK, OBG und CDU meinen, bei 40 sollte eine Grenze sein. Die anderen Parteien stehen auf dem Standpunkt, wir sind in einer Zwangssituation, weil die Flüchtlinge bald kommen und die Stadt Wermelskirchen zwangsweise natürlich auch diese Unterkünfte zur Verfügung stellen muss. Einige Stimmen meinen nun, dass es vielleicht Sinn macht, dass das eine oder andere Ratsmitglied von CDU oder WNK-OWG vielleicht einen Flüchtling bei sich zu Hause aufnimmt und dann wird es natürlich mit der Unterbringung unter 40 Personen kein Problem mehr sein. Probleme mit der Telegrafenstraße. Nach wie vor ist das Durchfahrtsverbot nicht für jeden Autofahrer ein Signal, auch wirklich dann an der Feuerwache abzubiegen. Möglicherweise liegt es auch daran, dass die Beschilderung etwas unübersichtlich und im Dunkeln, wie Wermelskirchen vorher auch feststellen konnte, schwer zu lesen ist. Vielleicht wäre es eine gute Idee gewesen, wie in alten Zeiten diesen weißen Schutzmann aufzustellen, der dann so macht und möglicherweise diesen auch noch mit einem Blinklicht auszurüsten. Die WEW in Wermelskirchen hätte sicherlich noch eine Lichterkette zur Verfügung gestellt, damit der Polizist auch im Dunkeln gut zu sehen ist. Zu den Veranstaltungen in dieser Woche. Am Donnerstag beginnt es im Café International mit einem Gruppenbild für alle, die Mitglieder im Café International sind. Und ich glaube, das wird ein buntes Bild mit wahrscheinlich über 20 Nationen. Dann gibt es am 2.12. gibt es in der Kattwickelschen Fabrik das Trio Wildes Holz Astrein und zwar besteht das aus Gitarre, Flöte und Bass. Und die wollen Rockmusik machen. Einen Tag später, am 3. gibt es dann das klassische Couchgeflüsterkonzert und zwar diesmal mit Pinsky Rockt. Zum 25-jährigen Jubiläum des Bahndamm Wermelskirchen gibt es eine Gemeinschaftsproduktion von Bahndamm und Cut mit einem Punk-Konzert. Es werden auftreten die Bands Quasi, Modo und Underparts. Auch von uns ein absoluter Tipp für diese Veranstaltung. Zum Sport. Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen des Handballs in der Schwanenhalle in Wermelskirchen. Es beginnt mit Handballspielen von 14 Uhr an, wenn die Jugend des HC Wermelskirchen gegen Remscheid antritt. Unter anderem gibt es dann noch ein Spiel darauf gegen Solingen-Ohlix und gegen Remscheid. Das Highlight wird um 19 Uhr die erste Mannschaft in der Landesliga sein, die tritt gegen den Verein aus Wuppertal Vorwinkel an. Am Sonntag wird der Damenhandball ganz im Vordergrund stehen und zwar zunächst in der Schwanenhalle, wo der HC Wermelskirchen die erste Mannschaft der Bezirksliga gegen die HSG Rade Herberg antritt. Um 13 Uhr wird es dann noch ein Spiel geben gegen den Olixer TV. Und am Sonntag auch wieder am Sonntag wird es parallel dazu noch ein Spiel geben. Und zwar die zweite Damenmannschaft der Bezirksliga wird gegen die SG Monheim zu Hause antreten. Für die meisten kommt es wieder sehr überraschend. Am 1. Dezember beginnt natürlich auch wieder die klassische Adventskalenderzeit.
Wer bis jetzt noch keinen gebastelt hat, sollte sich sputen oder die schnelle Variante wählen. Wie in jedem Jahr gibt es beim Kaffee Wild wieder den traditionellen Weihnachtskalender, und zwar gestaltet von der Lebenshilfe und der Firma Kocherschein. Ein echter Tipp natürlich für die, die noch keinen haben. Und es sind natürlich auch fantastische Leckereien drin. Für alle anderen gilt dann noch, vielleicht bekommt ihr einen solchen schönen Weihnachtskalender wie im Hintergrund geschenkt. Tschüss, euer Matthias.